Ist der Peter, euer Stuckateur. Das ist jetzt die Begrüßung von dem Vlog, den ich mal mache mit Marc. Ist mal was ganz anderes. Habt ihr gemerkt, ich quatsche viel, arbeiten tue ich auch. Halt euch ein bisschen am Laufenden bei diesem Dachgeschoss. Und ja, den Kaffee habe ich getrunken, genossen. Ich werde noch ein paar Kaffee trinken auf der Baustelle. Und ich bin jetzt fertig geworden, aber halt die Videoreihe läuft jetzt. Ja? Ich bin super zufrieden, super hell geworden. Ein paar Tipps habe ich für euch. Wie gesagt, wer mitnimmt, nimmt ihr mit. Und wer nicht, dann nicht. Ne? Oder wer Bock hat auf diesen Kanal. Ja, viel Spaß bei den Videos, die folgen. Und eins kann ich sagen, das Dachgeschoss hat mich ein bisschen Ich bin ganz ehrlich, ich habe es mir leichter vorgestellt. Und am Schluss war es doch ein bisschen schwerer. Also zwei, dreimal Muskelkater habe ich schon bekommen. Ja, viel Spaß bei dem Video. Und wenn das dann hier drinnen so gut aussieht, dass das hier richtig gut anliegt, ne, 5 mm größer schneiden, wirklich, dann liegt die hier wunderbar an. Da ist ja alles ein bisschen beweglich so. Und dann liegt die hier bis hinten durch. Und dann liegt die überall an. Und dann habt ihr alles richtig gemacht. Ja, einfach darauf achten. Nicht 5 mm kleiner schneiden. Aber wenn das mal passieren sollte, geht der ganzen Sache nach und stopft auf jeden Fall richtig was bei. Ja, oder ihr investiert halt nochmal die Platte, schneidet die neu und eventuell nehmt ihr die nochmal quer und kürzt sie nochmal, damit ihr halt diese Sachen nicht habt. Also das ist dann vom Bild her eine gut anliegende Dämmplatte. Ja, wenn das so aussieht. Ne? Wie gesagt, da müsst ihr echt gucken mit dem Schneiden, dass das nicht zu sehr gequetscht ist. Zu klein, fällt euch das Ding wieder raus. Also, so würde ich das euch empfehlen. Der hier oben angekommen. Also, ihr könnt sehen, ich kann hier gar nicht stehen. Ja, ich knie hier und hier ist ein bisschen Platz. Und jetzt habe ich mir einfach mal hier ein paar Bohlen hingelegt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Plus dicke Spanplatten, damit die hier nicht durchbiegen und durchbrechen. Dann kann ich hier jetzt nachher die Wolle einfach vorsichtig nach oben tun. Wie ihr wisst, ich bin allein am Arbeiten und ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe beim Angebot. Das ist alles mit einkalkuliert und die Leute kennen mich oder ich kenne die jetzt auch schon. Die wissen, ich mache es vernünftig oder glauben, ich mache es vernünftig. Ne, ich gebe mir schon Mühe. Und ja, er war stets bemüht. Und ja, wie gesagt, bei solchen Sachen vorsichtig sein, deswegen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber jetzt seht ihr mal hier diesen Blick von hier oben. Das muss ich jetzt machen. Ich stelle jetzt hier mal ein paar Platten nach oben. Ich werde die auch hier oben schneiden, damit ich nicht für jede einzelne immer rauf und runter muss. Das wäre jetzt schön, wenn ich einen Kollegen hätte, dem ich jetzt sagen könnte, schneid mir mal das Maß, das Maß, das Maß. Oder ich könnte mir jetzt auch einen Zettel nehmen. Sage ich 1, 2, 3... drei Reihen, messe ich unten, schneide ich die vor, bringe die in Ruhe hoch, lege die hin und dann baue die ein. Könnte ich auch machen. Also ist gehupft wie gesprungen, aber das kriegt man schon hin. Damit ihr mal seht, so sieht das dann von oben aus. Und von oben gucken wir dann runter, aber ob hier irgendeiner rumläuft später, ist mir auch egal. Das wollen die halt von unten halt auch schön mit Trockenbau gemacht haben. Dämmung rein, Folie drauf, Lattung drauf. Platten drauf, Spachtel drauf, Grundierung drauf, Farbe drauf, Legesamage, alles drauf. So, und dann haben wir ja die Situation mit dem, ja, mit dem Eisenträger hier, der komplett gespannt ist, und hier die Dämmung. Ne? Seht ihr das? Ich habe die eine Platte natürlich als erstes reingeschoben, bis hier, bis auf der Seite hinten durch. Weil wenn ich das jetzt erstmal von hier unten bis der einen zumache, komme ich da oben nicht mehr dran. Und ich möchte da nicht so doof reinstopfen. Deswegen mache ich jetzt erstmal das obere. Und dann kann ich hier, wenn mir hier ein Stück fehlt, kann ich mir später einfach hier wunderbar zuschneiden. Ne? Damit wirklich auch bis oben hin gedämmt ist. Das ganze Gedöns. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Ne? Ich habe mir jetzt ein paar Platten mal hier hochgeschmissen. Die Säge ist hier oben, das geht ganz gut. Also wirklich, bin ich direkt hier, messen, schneiden, rein, messen, schneiden, rein, weiter, 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 Feierabend. So, wisst ihr Bescheid, wisst ihr Bescheid.
So, heute hat sich herausgestellt, ihr seht unten die ganzen Schlitze. Ich werde die alle beiputzen. Ich werde unten auch noch alle spachteln. Und da hat sich noch einiges ergeben hier. Ich drehe euch mal rum. Da vorne seht ihr dieses eine schwarze Kabel da. Das muss noch nach draußen gezogen werden. Das ist die Vorrichtung oder der Kabelkanal für später die Solaranlage, falls hier mal eine draufkommen soll. Dann hat er direkt ein Leerrohr, hat er sich auch direkt gekümmert. Ich habe euch ja gesagt, ganz am Anfang des Videos, wann das der Auftrag oder das ganze Dachgeschoss mal besprochen worden ist, habe ich dem Mann noch gesagt, überlegen Sie sich vorher ganz genau, wo alle Stromkabel hin sollen, Lampen, überlegen Sie sich alles, ne? Haben sie gemacht und jetzt hat sich noch was entwickelt da vorne, wo da ist, glaube ich, für ein WC das Lüftungsdinge nach oben weg. Da muss ich auch noch jetzt verkleiden. Da habe ich am Schluss einfach einen Stundensatz, weil ich habe hier was auf Festpreis gemacht. Das Ganze ist auf Festpreis, das Dachgeschoss mit Dämmung, Folie, Lattung, Trockenbau, Verspachteln ist fest. Und das andere ist dann auf Stundenbasis, weil da wusste ich nie, wo die Reise hingeht. Waren die Leute mit einverstanden und fertig. Und jetzt kommt hier Stück für Stück noch was dazu. Und das heißt, ich werde hier noch ein bisschen länger bleiben. Ob das jetzt 1, 2, 3 oder auch wieder, ja, ich schätze mal, 3 Teile können es werden. Wenn ich nicht so viel labern würde. Jetzt habt ihr mich gerade hier auf dem Balken da vorne gesehen. Dieser Balken ist wirklich krumm. Das ist manchmal so. Ja, den werde ich hier nicht gerade hobeln. Ja? Und dann muss man halt, wenn der, weil das die Platten werden eigentlich gerade geschnitten und dann stopfe ich da, wo was fehlt, stopfe ich halt mit den paar Resten, die hier so liegen, stopfe ich dann immer etwas nach. Ja, ist alles im Machbaren. Ne? Und dann hat sich heute herausgestellt, er wird nicht bis hier, das heißt, der wird nicht frei bleiben, das heißt, hier unten bleiben, der wird nicht sichtbar. Das heißt, später kommt wieder hier gerade, wird das gemacht. Ne? Ich habe erst gedacht, das wird bis dahin gemacht, der Trockenbau, der wird sichtbar, Anthrazit gestrichen oder weiß. Nein, der haben wir heute Morgen besprochen. Sag ich, jetzt müssen wir langsam mal besprechen, wie sowas aussehen soll, was machen wir mit dem Träger. Nö, da kommt hier später was drunter. Vielleicht kommen hier Kabel hin. Das wie gesagt, das zeige ich dann, wann die Kabel verlegt werden. Dann seht ihr das auch mal. Habt ihr mal so einen Überblick, wie sowas funktioniert oder wie der Ablauf von so etwas ist. Ne? Also, Material hochschleppen, weil Dachgeschoss ist meistens immer oben. Und das haben zum Glück die Eigentümer mir abgenommen. Die hatten da einen Aufzug draußen und dann, wo ich hier hinkam, war das meiste hier oben. Dann aber Gipskartonplatten waren leider nicht genug da. Die muss ich leider schleppen, ist halt so. Ja, dementsprechend die dicke Andämmung. Aber was man noch sagen kann, wie auch wichtig, wir haben jetzt hier 14 cm Dämmung und der Balken ist aber 16 cm. Und wenn ihr jetzt 18 cm Dämmung haben wollt, ja, was kann man da machen? Ne? Da gibt's Lösungen, ne? Da gibt's immer Lösungen, wie zum Beispiel vielleicht hier noch eine Dachlatte drauf, 2 cm, 3 cm. Und dann könnte man die Dämmung dicker machen, um einen gewissen Wert zu erreichen, ja? Gewissen Dämmwert zu erreichen, ja? Oder vielleicht müsst ihr diesen Wert für irgendeine KfW-Bank erreichen. Das wäre dann eine Möglichkeit von vielen. Wird besser oder anders weiß, einfach in die Kommentare unten reinschreiben. Die Leute können da reingucken und dann gibt es auch bestimmt diverse verschiedene Möglichkeiten. Ja, so. Ja, ich muss weitermachen. Ich möchte heute mit dem Gekruffe hier, weil da vorne bin ich schon fertig. Ich rücke hier rüber mit diesen Platten immer so Stück für Stück rüber. Ihr habt ja gesehen, wie ich die raufschmeiße. Weil ich kann hier nicht stehen und so, ne? Und dann muss man halt hier ein bisschen kruffen und da stehen schon die nächsten Platten für hier den Bereich und dann gehe ich immer Stückchen für Stückchen weiter und dann hoffentlich werde ich heute fertig mit dem Gedöns, weil ich muss nachher noch auf einer anderen Baustelle versiegeln. Der Installateur baut eine Duschtrennwand ein, aber ich darf die versiegeln. Ist das nicht schön? Ja, ist egal, machen wir immer. Immer wieder gerne. So, weiter geht's.
Kennt ihr diese Becher? Ja, das ist ein Markenbecher. Ja, habe ich damals von einem Kunden geschenkt bekommen, weil ich habe ja meistens den Edelstahlbecher immer dabei, ne? Mit Ruhe. Ich habe immer den Edelstahlbecher dabei, habe ich damals in meinem WhatsApp-Status-Videos. Passage, geiler Becher, hält voll lange warm. Nö, der Dingensbumsbecher, ne? Wer weiß, wie die heißen, ne? Ist der Beste, hat er mir den geschenkt und zugeschickt. Soll ich den testen? Also, der ist auch gut, aber der Edelstahlbecher bis jetzt, weil der passt wunderbar unter die Kaffeemaschine, weil das ist auch so ein bisschen groß, wenn man so eine Kaffeemaschine hat, die mit frischen Bohnen mahlt, ne? Ist das ein bisschen zu hoch alles, ne? Gibt's wahrscheinlich auch kleiner. Aber ich hab's ja geschenkt bekommen. Und der eine Becher passt wunderbar da rein. Wie so eine Dose Cola hier, wie früher, weißt du? Richtig geil. Komm, einen Schluck trinke ich noch. Ich bin für das Erste mit der Wolle fertig. Ich habe gerade gesehen, ich weiß nicht, warum ich das nicht gesehen habe. Da oben fehlt eine Platte. Na gut, egal, weil ich habe jetzt gekehrt. Das mache ich dann halt morgen. Na? Gut, wenn die Platte drin ist, so, dann gehe ich nochmal alles durch. Wie zum Beispiel hier sehe ich was, da stopfe ich noch eine Kleinigkeit rein. Einfach nochmal abgehen, mit dem Auge drüber. Mit ein paar Resten hier. Wie gesagt, das sind Reste, die ich nicht mehr gebrauchen konnte. Aber so ist das halt. Ne? Was fällt mir dann direkt auf? Wie sowas hier fällt mir auf. Weil wenn ich nämlich jetzt eine Platte reinmache, im Winkel von dem Fenster, dann stört das hier. Das muss ich hier bündig, wahrscheinlich hier so bündig abschneiden. Ne? Da, weil wenn die Folie drauf ist und ich klebe das dran, dann schneide ich das nicht mehr, wenn das dann stört. Oder dann muss ich schneiden, dann muss ich die Folie kaputt schneiden, dann muss ich wieder kleben. Deswegen vorher abschneiden, einmal kleben, also einmal Folie, einmal abkleben, dann hast du Ruhe. Weil wenn du nachher, ist immer blöd, ne? Das habe ich hier, glaube ich, auch bei dem. Lass mich nicht lügen. Kann man das erkennen? So, ungefähr gerade. Ja, das ist ziemlich knapp, das ist schon bündig. Winklig, aber die Platte muss ja noch nach drunter. Ne? Also da werde ich dann auch hier noch so kürzen. Hier genau das gleiche bei dem Fenster. So ist ungefähr winklig. Da halte ich natürlich den Winkel dran, damit ich das genau sehe. Da muss hier, also werde ich auch bis hierhin abschneiden. Ne? Hier das Teil ist anders eingebaut und dann ist das eben so. Ne? So, ich hatte ja die ganze Zeit eine Mütze an, deswegen sieht das so schön aus. So, wisst ihr Bescheid, dann nehme ich euch noch ein bisschen mit bei der Folie. Ist auch total umständlich da oben. Ich weiß gar nicht, ob ich da die Kamera mal festhalten kann. Ich zeige euch einfach zwei Tacker, die ich habe. Einen benutze ich davon und dann sage ich, es gibt noch einen Elektro-Tacker. So, ich muss auf die andere Baustelle.